ich hab das Gefühl, ich brauche jemanden, der ein bisschen streng ist mit mir. Also schon lieb. Ja. Hi, ich bin's, der Luke Henny, und ich habe ein offenes Hemd. Und es hat schon einen Grund, warum mein Nachname jetzt ein anderer ist. Also ich bin ganz unbefangen in diese Staffel reingegangen. Als wir dann in den Gruppentänzen zusammen verpartnert wurden, haben wir schon gemerkt, dass als Tanzpaar die Harmonie ganz super wäre. Und da habe ich, glaube ich, vielleicht auch gesagt, ich würde ihn gerne behalten. Ich würde ihn gerne behalten, wenn ich darf. Sehr gerne. So süß. Umso glücklicher war ich, als wir dann verpartnert wurden. Und das konnten wir beide, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht recht glauben, weil wir uns da schon wie Gewinner gefühlt haben, so ein bisschen. Luca, du tanzt mit. Und ich weiß, dass sie sich echt freuen wird. Yes. Christina Luft. Ja, es war wirklich ein schöner Mix zwischen sehr, sehr strengem Training, aber schönen Momenten und sehr lustigen Momenten. Ich kann mich da zum Beispiel an den Besenstiel erinnern, wo ich fester Überzeugung war, dass das Ding halten wird. Schau, was macht? Ich sitze noch nicht mal drauf. Ja, ja, der bricht gleich. Setz dich mal hin. Ja, das ist ein Besen. Hast du das gerade ernsthaft gesagt? Ich hab... Aber das ist ein scheiß Holzstab, der kann noch so leicht sein. Oh. Der muss angesägt gewesen sein, das stimmte irgendwas nicht. Let's Dance ist natürlich eine unfassbar intensive Zeit. Im Trainingssaal, es sind auch sehr harte Stunden. Jetzt sollst du mal gucken, dahin! Hör nicht auf! Vor allem, wenn es so Richtung Finale geht und die Anspannung immer größer wird. Und die Schulter nicht zurück! Also, das kann schon giftig sein. Nein. Warum machst du so viel? Beweg deinen Arsch so lange, bis dein Körper das jetzt macht. Kannst du bitte Körperspannung machen? Luca, du hast ja noch nichts gemacht. Ich fühle mich kacke, wenn sie meckert irgendwie. Du bist hier gerade die durchdreht. Ich weiß. Du regst auf. Nein, ich rege mich auf. Nicht ich rege auf. Du regst auf. Du regst mich auf. Das macht mich wahnsinnig. Wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch scheiße. Ich bin mal kurz an der frischen Luft. Ja, mach das. Ich bin froh, dass er das macht. Ich hätte ihn selbst rausgeschickt. Am Ende denkt man sich, okay. Ohne einander geht's dann doch irgendwie nicht. Dancing Queen, feel the beat from the temple. Ja, siehst du. Also er ist mir auf jeden Fall schon ans Herz gewachsen. Jetzt sich die Vorstellung zu haben, er wäre auf einmal morgen nicht mehr da, das wäre schon traurig. Auch wenn wir uns gegenseitig mal aufregen, möchte ich trotzdem weiter mit dir tanzen. Es war, glaube ich, nicht umsonst für uns eine sehr erfolgreiche Staffel, weil wir das sehr leidenschaftlich beide gemacht haben. Wir wurden oft darauf angesprochen, ihr seid perfekt füreinander und sie spüren irgendwas, was wir selber nicht gespürt haben zu der Zeit. Mann, es ist so süß, euch beide zuzuschauen, irgendwie. I was made for love anyway. Ihr beide. Luca. Ja, erotisch wie der rote Farbe. Sicherlich haben wir die ganzen Gerüchte und auch den Druck, der von außen kam, mitbekommen. Es war bei uns eine Mischung aus, wieso sagen die das alle? Wir selber merken es irgendwie überhaupt nicht. Und es ist immer noch eine Tanzshow, hier geht es darum, irgendwie, wir wollen auch ins Finale. Deswegen hat man einfach gesagt, ja, okay, wir nehmen es als Kompliment, weil anscheinend scheint das Tanzpaar ja dann super harmonisch zu sein und das heißt, wir machen irgendwas richtig. Also sicherlich ist mir und vielen anderen auch im Kopf geblieben der Stirnkuss in der Rumba. Ursprünglich eigentlich nur als Gag eingebaut gewesen, recht kurzfristige Aktion vor der Show, wo wir gesagt haben, das wäre doch ein schönes Ende. Man muss so einen Stirnkuss natürlich auch proben. Und dann, als wir gemerkt haben, dass das Proben irgendwie vom Stirnkuss recht viel Spaß macht, uns beiden, da haben wir gemerkt, oh, vielleicht ist da doch ein bisschen mehr. Luca und ich haben es bis ins Finale geschafft. Lange bis dahin galten wir noch als Favoriten.
Und dann ist ein bisschen die Aufregung mit uns durchgegangen. Ich glaube auch, weil schon vielleicht Gefühle im Spiel waren. Wenn der letzte Tanz dann da ist und man den tanzt, dann weiß man danach, ja, es ist das Letzte und man gibt sein ganzes Herz auf die Fläche. Und wir haben echt alles gegeben und alles gemacht, was wir konnten. Die Reise hat man irgendwie alleine angefangen. Ich kam irgendwie rein und Christina hat mir dann irgendwie immer wieder was beigebracht. Jetzt will man natürlich diesen Sieg als Team und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Wir waren beide unfassbar aufgeregt, das weiß ich noch. Man wollte dann auch für den anderen gewinnen. Aber wir haben mehr gewonnen, als wir uns jemals erträumen konnten. Luca hat mir den Heiratsantrag gemacht im Januar in Zermatt. Ich habe natürlich ja gesagt. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht und das war für mich total klar, auch wenn es unerwartet war. Wir haben ein Haus gebaut und sind zusammengezogen und ich bin schwanger. Also das war wirklich ein unfassbares Jahr. Das kann man sich eigentlich nicht ausmalen. Ein bisschen wie ein Märchen, muss man sagen.